Ja, mein Name ist Hartwig Köln. Ich bin Inhaber der Firma Baltic Köln Heiligenhafen, schon seit langer Zeit. Und ich habe so ziemlich alle Höhen und Tiefen in der Angelei und in der maritimen Wirtschaft miterlebt. Ich möchte etwas sagen zu dem Backlimit, das wir momentan haben. Es ist ja so, dass momentan der Fang von Fischen sehr stark eingeschränkt ist, speziell des Dorsches, der mit 3 Stück in der Wintersaison und mit 5 Stück im von April bis in den Winter hinein dann geschützt ist oder wo das Fanglimit existent ist. Und dieses Fanglimit und dieses Backlimit hat dazu geführt, dass der Angeltourismus ganz stark eingebrochen ist. Wir haben also ganz eklatante Minderungen im Handel, im Angelgerätehandel, so wie wir das hier zum Beispiel sehen, oder in der Unterkunft, in den Apartments, Hotelzimmern. In den Wintermonaten, gerade dort, wo sonst nichts los ist, haben uns die Angler immer geholfen, dass wir gut über den Winter gekommen sind. Das ist alles vorbei. Wir haben extreme Einbrüche in dem Bereich und die Angler, die wenigen Angler, die noch kommen, die wir dann auch interviewen und dann auch befragen, was ist denn jetzt los mit euch, warum kommt ihr nicht mehr, sagen uns alle. Wir kommen von weit her, wir haben entsprechende Anfahrtkosten, wir übernachten hier 3, 4 Tage, wir essen hier, wir kaufen hier ein. Das lohnt sich einfach nicht für 3 Fische am Tag. Da sind die Perspektiven einfach so miese, dass wir unsere Kollegen, auch wenn wir kommen wollen und kommen, nicht bereit sind, diese große Anfahrt und auch diese finanziellen Kosten für das eingeschränkte Erlebnis zu bezahlen. Das ist auch sehr nachvollziehbar. Das würde ich vielleicht auch so machen, wenn das so wäre, wenn ich von weit außerhalb käme. Aber das ist Tatsache. Insofern ist es schlimm, weil wir ja viele einheimische Betriebe haben. Das sind Betriebe, die aus der Fischerei kommen ursprünglich, die sich dem Angeltourismus zugewandt haben. Reedereien als Familienbetriebe, keine anonymen Investoren, keine Hedgefonds, sondern Strukturen, die über Jahrzehnte gewachsen sind und die offensichtlich, wenn es jetzt so weitergeht, mit einem Federstrich zerstört werden. Und das darf es nicht sein. Es ist vom Frau Hendricks als zuständige Ministerin geplant, auch Gebiete in der westlichen Ostsee, ich spreche hier speziell den Fehmarn Belt an, für Angler zu sperren, was auch überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Es ist so, dass der Fehmarn Belt als eine der am stärksten frequentierten Wasserstraßen der Welt gilt. Dort fahren Tanker, dort fahren Containerschiffe, alles Riesenschiffe, große Passagierschiffe, die Fährlinie zwischen Puttgarden und Rødby in Dänemark. Und es soll demnächst auch der größte Absenktunnel der Welt dort entstehen, mit einem riesen Aushub. Das passt alles nicht in die Landschaft und ins Konzept. Es ist wissenschaftlich nicht erwiesen, dass die Angler dort und die Kutter, die dieses Gebiet befahren, einen Schaden verursachen oder ein Negativum sind für die Flora und Fauna dort. Wir müssen jetzt unbedingt was tun. Es kann nicht sein, dass hier einfach der maritime Wirtschaftszweig abgebügelt wird und in die Schranken verwiesen wird. Ja, letzten Endes für viele Betriebe möglicherweise in Insolvenz. Daran hängen Arbeitsplätze. Das ist eine maritime Struktur, die über Jahrzehnte gewachsen ist und die dann plötzlich zusammenbricht aufgrund einer Einzelmeinung. Und ich unterstelle der Frau Ministerin Hendricks, dass das ihre Einzelmeinung ist, die nicht fundiert ist auf wissenschaftliche Erkenntnisse. Das hier ist der echte Norden. Und damit wirbt auch die Landesregierung, nicht? Also wir sind regionaltypisch hier. Das ist das, was die Region ausmacht. Man wird nie auf die Idee kommen, den Alexanderplatz in Berlin als Streuobstwiese auszuweisen oder umzubauen. Oder sagen wir mal, die Landwirte in den Alpen dort zu untersagen, dass sie da ihre Kühe nicht mehr auf den Alm halten können. Und das ist im Prinzip vergleichbar mit dem, was hier passiert. Wir werden hier abgesägt und das darf nicht sein.